Ich hätte da noch eine andere Idee. Es waren ja noch andere Leute damals vor Ort in besagter Kaverne, oder Abelmir? Ja, ich denke, Jalan wird sie auch nicht dir in den Kopf lassen. Nun, wenn er kein Magier ist, dann hat er die Matrix auch nicht gespeichert. Und nun ja, die einzige andere Mager wird mit ihr keine Geschäfte machen. Isa, die ist auch sehr hübsch. Ja, die würde ich eher töten. Ja, das vermute ich. Ich hoffe, sie hat getobt. Nun ja, sie ist in Gareth, soweit ich weiß. Sie überwacht jetzt hier Rohaya, oder? Ja. Also Abelmir, ihr seid zu mir gekommen. Ihr wollt etwas von mir und ich kann euch entweder gar nichts geben oder alles. Aber ihr dann zu meinen Bedingungen. Ihr haltet also euren Kontrakt nicht, ist das richtig? Ich halte meinen Kontrakt. Nein, das tut ihr nicht. Der Preis war nie festgelegt. Er war festgelegt. Dann gibt ich es gab euch damals das Blut und ihr sagtet, ihr gebt mir die Ergebnisse aus diesem Blut. Nein, ich sagte, ich bemühe mich darum, dass Prischer ihr Wissen wiederbekommt. Allerdings ist das wohl nicht gelungen. Ja, also schuldet mir entweder das Blut oder die Erinnerung. Das Blut könnt ihr mir nicht geben, also gebt mir die Erinnerung. Nein, ich sagte, dass ich mich bemühe. Wir stecken hier fest, merkt ihr es nicht? Ja, weil ihr euren Kontakt nicht einhaltet. Ihr könnt darauf gerne beharren, ich behaupte anderes. Ihr dürft euch jetzt gerne entfernen und noch einmal darüber nachsinnen, warum ihr zu mir gekommen seid, oder aber wieder mit leeren Händen gehen. Besucht mich gerne morgen wieder, wenn ihr wollt. Gut, na, kommen wir das, lass uns gehen. Ja, ist in Ordnung. Ja, verworren über Treppen könnt ihr wieder dem Schlamm nach oben folgen, euren eigenen Fußspuren und dann die Pyramide wieder nach oben betreten. Vielleicht könnte Polberra Magister Magnus Necromantus helfen, sie umzustimmen. Vielleicht. Aber zu welchem Preis? Zu welchem Preis? Ja, so steht ihr noch ein bisschen im Inneren der Pyramide, die dumpf dröhnt. Vielleicht ist es aber auch nur das eigene Blut noch im Kopf, was ihr hört. Die Geräusche von draußen, das Wetter ist einfach, hier spielt es keine Rolle. Stinkt einfach nur ein bisschen nach Blut, nach Antiseptikum und so ein bisschen nach Honig. Ein paar Blumen oder so, die getrocknet worden sind. Ganz widerlich, dieses Gemisch. Ist kein schöner Ort hier. Muss Rafim und auch Diamantis zustimmen. Er ist nicht dafür gedacht, schön zu sein. Es ist ein Ort der Macht. Könnt ihr das spüren? Ich habe schon mächtige Worte gespürt. Ihr könnt sehen, wie euch vorbei ein Nekromant, ein Mann mit novadischer Figur geht an euch vorbei und seine Augen glühen wie Feuer. Als wäre es ein Paktmal, geht an euch vorbei. Es könnte aber auch nur ein Elementarist sein, ihr seid euch nicht ganz sicher. Aber mir ist mal ganz unschuldig gefragt, wenn ihr einfach in die Bibliothek geht und dem Bibliothekar, weiß nicht, etwas vorlegt und die Thesen entwendet. Was würde dann passieren? Nun, das wäre Diebstahl. Einen sagen so, die anderen sagen so. Könnt ihr etwas stehlen, was ihr ohnehin besitzt, was rechtlich euch gehört? Nun, ich bezweifle, dass es ihr nicht auffallen würde, wenn ich jetzt in die Bibliothek spazieren würde. Nun, das ist richtig. Eigentlich ja nur prinzipiell. Vor allem, mit was wollen wir den Bibliothekar dann bestechen? Nicht bestechen. Warum immer bestechen? Plötzlich taucht aus der Wand eine geisterhafte Kreatur auf, ein kleines Kind, irgendwie 15 Jahre, du belegst kurz, irgendwie berobt. Ah, hilf mir! Hilf mir!
Die geisthafte Gestalt versucht so ein bisschen an deinem Kragen zu ziehen und an deiner Robe. Hilf mir, bitte. Geht weg. In mir hast du einen neuen Freund gefunden. Ist ein Geist, oder? Ist ein Geist. Wische ich mal über durch sie durch. Bitte. Er fängt an zu weinen, klammert sich dann so vor Boltax, klingt sich so ein bisschen hin. Du musst mir helfen, ich will zurück in meinen Körper. Mag sein, aber ich kenne mich mit Geistern jetzt nicht so gut aus. Ich kann dich bannen, wenn du möchtest. Ich bin kein Geist. Also ja, aber... Ich weiß aber nicht, wo mein Körper ist. Das weiß ich auch nicht. Woher soll ich denn das wissen? Irgendwo hier. Ich komme nicht rein. Ja, Ich habe mich verirrt. Hilf mir. Wie gesagt, ich kann dich ins Nachleben schicken. Nein, ich bin nicht tot. Du bist ein Geist. Wie ist dein Name? Ich weiß nicht mehr. Du weißt nicht, wie du heißt? Es ist so lange her. Wie lange her? Oh. Wie viele Götterläufe sind vergangen? Ich weiß nicht. Aber mir, soll ich ihn jetzt fortschicken? Nein, ich denke, es ist ungefährlich. Na gut. Er fliegt wieder durch die Wände weg. Nun, wenn ihr den Bibliothekar nicht bestechen wollt, was wollt ihr dann mit ihm tun? Überlegt doch mal meine Halluzination. Zaubere ihn. Er glaubt, dass wir einen Schein von eurer Freundin haben und händigt uns die Sachen einfach willentlich aus. Und dann? Und dann nehmen wir sie und gehen aufs Schiff und fahren davon. Ihr wisst schon, dass sie eine Beschwörerin von Dämonen ist. Ja, und... Und wenn sie uns Dämonen hinterher schickt? Dann töten wir die Dämonen, wie wir es immer tun. Der Preis ist so hoch. Nun, das müsst ihr entscheiden. Es ist eure Sache. Aber ich an eurer Stelle würde diese Frau nicht in meinem Lebtag in meine Gedanken lassen. Das hatte ich auch nicht vor. Ihr könnt sehen, wie ein anderer, höchstwahrscheinlich schon Magister Mino, Magier Magus Mino, geht auch nicht vorbei, nickt euch nur kurz zu. Er ist eigentlich sehr unscheinbar. Wäre nicht das Buch unter seinem Arm, Borbarats Testament. Oh Mann. Wie gesagt, diese Leute sind verschoben, exzentrisch und gefährlich. Ihr habt recht. Aber mir. Ich hatte gehört, dass ihr hier seid. Ich drehe mich mal um, ganz langsam. Du kannst erst Paul Berra erkennen und du musstest dich gar nicht umdrehen. Alleine diese Aura des Gestanks, die sich mit ihm bewegt. Und neben ihm steht sein Leibwächter, Markello. Magister Paul Berra, schön euch wiederzusehen. Schön euch zu sehen. Ihr seid Paul Berra. Darf ich euch einen Spritzer Stollen Nummer 5 anbieten? Ihr riecht nicht besonders angenehm. Danke, nein. Dann tut es euch sicherlich nichts, wenn ich mich damit einsprühe. Und ich ernebe mich und den halben Platz voll ein. Ja, sein Mund verzieht sich zu einem... Es ist kein Lächeln, das kriegt er nicht mehr hin mit seinem vernarbten Mund, aber... Er sieht irgendwie höflich aus, freundlich. Aber mir, Zeit für einen Besuch im Sumpf? Ich hätte mich schon so darauf gefreut, dass ich euch hier begrüßen kann. Ja, mir wäre es auch lieber, wenn die Umstände besser wären. Die Spektabilität hält ihren Kontrakt nicht ein, den sie damals mit mir schloss. Ärgerlich. Ja, ist ärgerlich. Ist ein Betrug. Kann ich dir helfen? Ja, überzeugt sie, den Kontakt einzuhalten. Worum ging's? Ich händigte ihr damals die Erinnerung der Spektabilität Prischia von Gardeschkurz aus. Und sie weigert sich, mir die Ergebnisse auszuhändigen, wie es abgemacht war. Tja. Die Gedanken von ihr hat sie bereits analysiert. Sie wurden auch diskutiert. Wir haben uns darauf geeinigt, dass Prischia überschätzt wird. Nun, das mag sein, aber einige ihrer Erkenntnisse sind zweifelsohne neu.
neu, aber nicht zu gebrauchen. Nichtsdestotrotz will ich sie haben. Ein Kontrakt ist ein Kontrakt. Ihr habt euch verändert seit dem letzten Mal. Beachtlich. Nun, man wächst mit seinen Aufgaben. Das war gut. Damals warst du noch wie ein blutiges Junges. Ja, Blut habe ich viel gesehen. Und Rassasor und Gaius ebenso, ja? Ja, und Xeran und Dimione. Richtig. Ihr wart auch in Varrok, ja? Ja, aber das war nicht so schön dort. Wie lange bleibt ihr noch in der Stadt? Ein paar Tage. Sagt, ihr begleitet mich in den Sumpf auf einen netten Ausflug. Dabei können wir uns unterhalten, ein paar Nettigkeiten austauschen, ein paar neue Zauber ausprobieren und ich überzeuge dafür Nandionella. Abgemacht. Aber mir, ich lasse euch nicht alleine gehen. Der Mann hat euch damals die Hand gebrochen. Und es war sein Diener. Ihr könnt gerne mitkommen. Das werde ich. Ich kann mich im Sumpf gut bewegen. Bringt mit, wen ihr mitbringen wollt. Gehen wir in den Sumpf. Wann soll es losgehen? Morgen. Gut. Hast du gehört, Markello? Ich schüttel ihm nicht die Hand und drehe mich um und schieb Boltak wahrscheinlich Richtung Ausgang. Ja, ich würde mich da ganz entspannt schieben lassen. Ja, ihr könnt auch hören, wie er irgendwie seinen Mund einmal hochzieht und spuckt. Ihr wisst nicht genau, ob er euch hinterher gespuckt hat, aber zumindest hat er irgendwas ausgespuckt. Und dann steht ihr wieder am drückend schwülen, verregneten, sumpfigen, nassen Brabak. Ihr habt reizende Freunde, Abemir. Das sind nicht meine Freunde. Das war auch nicht ernst gemeint, dass sie reizend sind. Ich dachte, die Ironie spräche hier Bände. Ich verstehe weder Zwergenwitze noch Zwergenironie wahrscheinlich, aber es sind widerliche Personen. Ja. Ich hoffe, ich habe euch nicht brüskiert in meiner direkten Art. Nein. Ja, während ihr nach draußen gegangen seid, ist wohl ein bisschen Zeit rumgegangen. Mittlerweile könnt ihr sehen, wie vor euch zwei, drei Eleven stehen, die wohl draußen ein paar Übungen machen. Und zwar üben sie gerade anhand einiger Skelette den Skeletarius. Sodass jetzt hier eine kleine Aufführung von Skeletten vollführt wird. Die klatschen mit ihren Knochenhänden ineinander und dabei ihre Beine aneinander schlagen. Und so, dass es Knochen-an-Knochen-Klang gibt, der hier so ein bisschen über den Platz... ein paar Zuschauer, die daneben stehen, ein paar kleine Kinder, die so ein bisschen erfreut klatschen, ebenso mit den Skeletten zusammen und ein paar Mütter, die sich dann fasziniert so ein paar Heller oder sowas dazu schmeißen. Mir, erinnert ihr euch noch, als wir im Boron-Tempel von Tunin waren? Gab es dieses Fresko, der Tanz der Toten? Ja. Ich glaube, das war damit nicht gemeint. Nein, ich fürchte nicht, nein. Es sind Untote. Ja. Und dann gehe ich, ohne der ganzen Szenerie einen weiteren Blick zuzuwerfen, an dem Ganzen vorbei. Abel, Diamantes und Raphim, ihr wolltet in den Raya-Tempel? Fragezeichen? Wir wollen Alkohol kaufen. Ja. Auf dem Markt? Oh, ja, ist im Prinzip egal. Ja, ihr geht ein paar Schritt, müsst natürlich dann auch so einen kleinen Brötchen hier lassen. Tagelöhner, alles klar. Könnt dann auf den Markt gehen und nachdem ihr euch so ein bisschen umgekriegt habt, steht ihr dann vor einem bornischen Händler. Hey, hier, ihr seht aus, als ob ihr Bier taufen wollt. Ich bin Wladimir. Ja, bei Wladimir. Kommt ran, Bier für eure Mannschaft. Sehr gut, kommt ran. Ich bin Wladimir, bei mir gibt's Bier. Aber ich bin kein Vampir. Was hast du denn hier? Alle. Ja, wie alle. Wie viel braucht ihr? 10? 20? Hab ein Lager aus mit dem Zeug. Muss nur was schaffen. Naja, dann lass mich doch mal probieren, ob das auch gut ist. Ja, gutes, was willst du haben? Angwar? Ferdok? Irgendwas aus dem Norden? Irgendwas von den Torwarn? Ich hab alles. Ja, gib einfach irgendwas her. Ja, gutes Ferdocker. Helles? Oder dunkles? Hier, Fell. Lass es dir schmecken, Rosa.
Naja, ich würde es mal probieren. Bist du ein Dämon oder sowas? Nee, wie du? Nee, hätte ja sein können, dass du hier irgendwie irgend so ein Experiment von den Magiern bist. Nee, du? Nee, nicht, dass ich wüsste. Ja, ich auch nachgucken. Ja, ich probiere mal das Bier. Ist das vernünftig? Ja, das Bier ist gut. Das Bier ist richtig gut. Ja. Ja, sicher, dass wir das teurer für die Mannschaft holen sollen, obwohl... Ich kann euch das günstiger holen. Ja, das schmeckt vermutlich wie Pisse, richtig? Ja, ich glaube, bei dem Anblick der Stadt hat die Mannschaft wenigstens etwas Gutes verdient. Und ich meine, der Kapitän bezahlt. Also, ich kann euch auch alanfanisches Bier bringen. Das ist dann das Günstigste. Schmeckt halt keinem. Ja. Habt ihr auch keinen Geschmack hier? Ne, du, brakisches Bier ist nicht besser. Ich sag dir das ganz ehrlich, ich bin nicht von hier. Ja, ihr gebt wahrscheinlich eure eigene Plörre als alanfanisches Bier aus. Welcher? Nee, Mann. Komm ja nicht von hier, wie gesagt. Welcher vernünftige Alanfaner würde denn... Ja, regt dich nicht auf, bringt eh nichts. Regt dich nicht auf, bringt eh nichts. Ja, in Ordnung. Ja, wir kaufen... Mir doch scheißegal. Pferdocker, komm, wir kaufen Pferdocker. Was soll der Geiz? 5 Fässer. 5 Fässer für die Mannschaft. Ja, warum nicht? Ja, gut, sehr gut. Dann habt ihr ein bisschen Spaß. Und wenn ihr noch mehr Bier wollt, ihr wisst, wo ich bin. Bier bei Wladimir. Ich lasse euch das dann gleich bringen. Welches ist euer Schiff? Die Drachentöter. Ja, liegt ihr in der Werft? Ja. War klar, alles klar. Dann bringe ich euch das dahin. Sehr gut. Noch irgendwas? Schön. Kann ich euch noch für so ein Prima Feuer begeistern, Jungs? Oh, von dem. Schmeckt gut. Komm, ich lasse dir eins testen und dann kannst du nochmal ein Fass mitnehmen. Hier. Er macht dir so einen kleinen Fingerhut voll. Naja, schmeckt so wie Mundspülung. Ja, aber die Leute lieben's. Oh, das... Hey, gib mir mal eine ganze Kanne davon. Ich glaube, damit kriege ich diesen verdammten Geruch aus meiner Nase. Scheiße teuer, Mann. Mehr als ein Fingerhut ist nicht drin. Habe ich dich an den Preis gefragt, gib mir eine ganze Kanne davon. Ah, so einer bist du. Dann schiebt er dir ein kleines Fässchen hin. Also ist halt nicht so ein Literfass, aber so 300 Milliliter Fass. Ja, das ist also das ist zu teuer, um sich damit zu besaufen. Für die Offiziere oder so? Für die Mannschaft müssen wir das auch nicht holen, aber... Ja, die Offiziere sind mir unsympathisch. Ja, dann ist das für uns, Raffi. Und vielleicht für Haushalt. Ich dachte, wir sind die Offiziere. Nun, sind wir dir alle denn unsympathisch? Also ich habe hier noch so einen richtigen Festachsfeger. Naja, nicht alle. So eine Felsenessenz oder so ein Also ich mag Abelmeer. Voltax ist, finde ich, sympathisch. Wandletter Abendschrat, was sagst du davon? Sulamin. Magialan. Hammertee. Ja, das war's, glaube ich. Ja, aber Voltax, den finde ich auch sympathisch. Ja, Voltax ist ein guter Junge. Warunkaraya-Bierchen. Oder Starkauch. Ein Echtkrönchen. Ein Hexenextrakt. Wladimir, ich habe dir gar nicht zugehört. Also wir nehmen hier das Pferdocker, die 5 Fässer und das kleine Fass hier vom Prima Feuer. Ah. Bezahlt wird bei Lieferung. Der Kapitän bezahlt. Machen wir so, alles klar. Magst du denn eigentlich die ganze Mannschaft Diamantis? Ich kenne die Mannschaft nicht. Achso, ja, meinst du mich gar nicht. Juckt deine Meinung? Halt die Schnauze. Ich bin Wladimir. Ja, Wladimir, niemand juckt deine Meinung. Diamantis. Ja, meine Geschützmannschaft da sonst so. Ganz ja, wen interessiert denn die Geschützmannschaft? Was ja, jetzt mich? Von Abelmir? Komm. Ach, jetzt und ehrlich. Ich weiß wirklich nicht, wer den zum Kapitän ernannt hat. Also. Ja, das war auf jeden Fall schon mal ehrlich. Der ist doch kaum zur See gefahren. Kennt sich mit den Grundbegriffen aus, würde es maximal zum Leichtmatrosen schaffen. Aha. Und ohne Hand. Ja, der. Ja, ist schon eine Sache für sich. Also, ich habe schon komische Prioten getroffen, aber der hat mit mir einen Einbruch durchgeführt. Als Priot. Ja, lasst uns doch mal über den Markt schlendern und darüber reden. Ja, und was haltet ihr denn? Also, Voltax mögt ihr ja offensichtlich. Ja, Voltax ist super. Also, ein wahrhafter Freund auf dem Schiff. Ja.
Euch Zulami. Kommen zwei Personen entgegen. Der eine in einer komplett strahlend weißen Robe, der andere in einer schwarzen Robe. Und die sind so weiß und so schwarz, dass es hier auffällt. Sie verbeugen sich dann auch vor euch, wenn sie euch als Fremdlinge erkennen. Seid gegrüßt im Namen des Kultes von Licht und Dunkelheit. Können wir euch begeistern, bei uns einzukehren? Was? Hab noch nie von euch gehört. Was seid ihr für welche? Der Kult von Licht und Dunkelheit. Ja, welcher Gottheit schließt ihr euch an? Nun, ihr würdet sie als Satinaf bezeichnen. Kennst du das, Rafim? Ja, warte, aber mir hat mal irgendwas Langweiliges vorgelesen, irgendwas Langweiliges. Euch fällt auch auf, dass zurzeit tagsüber nur die weißberobte Gestalt spricht, das Schwarz ist komplett still. Hattet ihr nicht irgendwas mit... Baut ihr nicht Burgen oder sowas? Wir reden von der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Oh, ich wusste es, es war irgendwas mit Gebäuden. Oh, also, nein, scheiße. Ihr redet, ja. Über das, was passiert ist, seid ihr Geschichtskundler? Auch. Wir wissen alles. Wir können auch euch über eure Zukunft berichten oder über eure Vergangenheit aufklären. Kommt einfach mit in unseren Tempel. Dann gibt er dir so einen kleinen Prospekt mit, wo du erkennen kannst, so eine weißberobte und so eine schwarzberobte Gestalt. Oben steht groß Wachturm drauf. Und dann gehen sie weiter. Ja, ich weiß nicht, ob das eine wirklich gute Idee ist, Rafim, aber im schlimmsten Fall schlachten wir uns halt durch Brabaka. Also, was soll schon passieren? Ja, es ist richtig, aber unser Gespräch war noch gar nicht zu Ende. So, über wen haben wir schon Wenn wir jetzt schon tratschen, dann aber richtig. Wir haben schon über Abelmir, Jalan, Voltags. Ja, was hältst du denn von mir? Alter Rafim, ich dachte, du weißt, was ich von dir halte. Ja, aber man hört's doch immer wieder gerne. Na, wärst du nicht gewesen, wäre ich hier bei euch Ganzen gar nicht dabei. Also, hättest du diesen Gesuch nicht unterschrieben mit deiner blutigen Handabdruck, wäre ich nie nach Zorgan gereist. Entschuldigung, ihr seid Krieger, oder? Scheiße, Mann, ich dachte, du wärst ein Esel. Könnt ihr mich mal helfen, bitte? Bitte. Also, nur damit du das auch verstehst, warum ich das sage. Der Mitleidlose meint, dass du mich mal am Arsch lecken kannst. Guten Tag noch. Bitte also, helft mir. Na, wenn du in dieser Stadt lebst, ist dir nicht mehr zu helfen. Jetzt scher dich. Ja, ja, ich auch. Wo wir gerade drüber gesprochen haben. Zulamin, was haltet ihr von Zulamin? Ja, ganz hübsch, aber ihr Aussehen ist irgendwie überwertet. Also, mein Fall ist das nicht. Ja, viel Persönlichkeit, mein Junge, Persönlichkeit. Ach, Persönlichkeit, nun. Sie ist ziemlich nett und sehr einfühlsam. Sie kann Leute lesen wie ein Buch. Und nun, ist nicht Persönlichkeit, aber eine gute Kämpferin ist sie auch. Also sie will ich mir nicht gegenüberstehen. Ja, das finde ich auch sympathisch. Ja, gut, aber... Wollt ihr euch jetzt diesen komischen Spinnern da über eure Vergangenheit reden? Meine ist ehrlich gesagt nicht so spannend. Ja, dann zeig mal her, hier dieses Blatt. Wo müssen wir denn dafür hin? Ja, du blätterst kurz auf und kannst dann auch so eine kleine Wegbeschreibung erkennen. Viele leere Worthülsen, Phrasen, irgendwas von der Erleuchtung, die sie dir bringen können. Mitgliedsbeiträge kannst du auch erkennen, irgendwas. Oh, die wollen deine hart verdienten Dukaten. Aber weißt du, so, wenn ich das so lese, das erinnert mich wie an diese kleinen Kulte, die sich im Schlund bilden. Finden sich doch auch alle zusammen und nehmen denen, die nichts haben, das Letzte, was sie haben, weg. Ja, so einen habe ich früher auch mal betrieben. Eine sehr witzige, sehr unterhaltsam. Du hattest deinen eigenen Kult? Ja, Kult ist vielleicht etwas zu viel gesagt. Du kannst sehen, dass wohl heute Abend ein teures Seminar zur Selbstfindung ist.
Sind nur wenige Plätze vergeben und man sollte so schnell zuschlagen wie möglich, bevor die Plätze weg sind. Oh, Selbstfindung. Ja, aber siehst du, wie viel das kostet? Die Scheiße bezahle ich doch nicht, um mir hier irgendwas im Brabak anzuschauen. Ist aber reduziert. Der ursprüngliche Preis waren 70% mehr und da haben sie jetzt wohl richtig viel reduziert, aber sie können nicht weiter runtergehen. Da steht auch alles im Prospekt drin, also. Ist aufgefallen, ja, die ganzen Kosten, die haben. Naja, also die haben aber auch, schau dir mal an, was die alleine für ihre Immobilie zahlen, also. Ja. Warum schreiben sie das dann alles ins Prospekt rein? Naja, damit du verstehst, warum es so teuer ist, denke ich. Ja, also, wenn wir auf dem Weg dorthin noch einem Brabaker sein Geld aus den Taschen ziehen können und dann damit bezahlen, dann wäre ich dabei. Oh, das klingt aber so aufwendig. Wollen wir uns nicht einfach mit der Mannschaft besaufen? Ja, gut. Also besser, als ich hier irgendwelchen Brabakern mein Geld in die Taschen stecke. Ja. Ja, und bevor noch irgendwer in das Fass mit dem Bremer Feuer geht, sollten wir doch schon auf einem Schiff sein. Oh. Weiß, ja, auf jeden Fall. Laufschritt. Oder einen Laufschritt anlegen, damit ich rechtzeitig auf dem Schiff bin. Ja, ich versuche natürlich mitzuhalten, aber Rafim ist ein Biest. Den ja. Kommt ein bisschen später als ihn an. Die großen Fässer von Wladimir mit dem Bier kommen 5 Minuten später und werden dann abgeladen. Und es ist noch keiner zum Bezahlen da, weil Abimir und Boltax wohl noch nicht da sind. Könnte das Ganze dann auf... Jalan wird sich natürlich auch entschuldigen, der ist immer noch am Schreien. Muss dann sicherlich irgendein Bootsmeister oder sowas machen. Und wird dann erstmal ausgelegt, wird dann sicher später von Abimir oder von Boltax wiedergeholt werden. Sodass dann Hauptsache erstmal das Bier da ist. Und die Mannschaft erst einmal zufrieden ausschenkt. Ja, wunderbar. Diamantis, wollt ihr noch eine kleine Festrede halten? Eine Festrede? Ich glaube, da bin ich der falsche Mann dafür, Rafim. Ja, ich würde ja auch eine Rede halten, aber am Ende hauen sich wieder. Obwohl, dann hauen sich alle auf die Schnauze. Das fände ich eigentlich gar nicht schlecht. Aber dann kommt der Captain bestimmt zurück und sagt sowas wie: Rafim, warum sind alle schwer verletzt und haben gebrochene Knochen? Hey, Mann, gute Idee, Mann, mit dem Bier, Mann. So, wenigstens einer ist mal hier glücklich. Wie kommen wir zu der Ehre, Mann? Ich bin einfach guter Mann. Guter Mann. Es tut uns leid, dass wir hier überhaupt in diesem Drecksloch Brabak gelandet sind. Muss es doch irgendwas Gutes an dem Ganzen geben. Ein schönes Bier aus dem Norden. Teures Bier. Hat der Kapitän natürlich auch rausgelegt. Die Welt ist überall schön, Bruder, Schwester. Irgendwie von oben, Maraskana. Ja, eure Welt ist immer schön.